Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rivals hier auf der Geiselberg. Schön, dass ihr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Wir waren gerade auf dem Weg hier nach unten zu unseren Feldern. Ich habe den Traktor mal getauscht. Ja, das hat den Sinn, dass der einfach schneller ist hier. Gut, da unten steht gerade alles, weil alle warten. Ich weiß nicht, was physisch Schönes macht. Aber ja. Gut, wir müssen noch eine Parzelle kaufen. Für die haben wir die Freigabe gekriegt. Für die anderen Parzellen, da Feldparzellen, haben wir uns schon geeinigt. Im Vorfeld, nochmal kurz zur Erinnerung für alle. Das Feld 28, 29 ist mittig auf der Karte. Da hat Füße jetzt das Vorkaufsrecht, also die kann er einfach kaufen, ohne zu fragen. Und die 37 bis 39 habe ich das Vorkaufsrecht, die kann ich einfach kaufen, ohne zu fragen. Ja, und das ist der aktuelle Stand. Ansonsten hängt Füße ein bisschen hinterher, insgesamt, aber hält ganz gut mit und ja, ist ganz okay soweit. Mir macht es noch Spaß, also es ist nicht ganz so lollo wie das letzte Mal. Das schon komplett wegnehmen, aber ja. Ein, zwei Sachen hat er dazugelernt. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich lasse es ein bisschen piano angehen alles, weil es macht ja auch keinen Sinn, jetzt von vornherein schon hier den Dicken raushängen zu lassen und das Ding hier fertig zu machen, ne, in den ersten Folgen. Oh, ich sollte mich beim Maschinenring melden, sehe ich gerade. Ja, aber hast du sonst noch was? Nee, gerade nicht. Wieso? Kannst jetzt ablästern, ich gehe. Gegen der Kackstift geht ihn. Er weiß, dass es diesmal hier nicht so lalifali losgeht. Ich habe keinen Lagerplatz für Gras. Ich kann kotzen. Hallo. 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 Das Kartoffelernten ist abgeschlossen. Die Rechnung beträgt 11.200 Euro. Was? Für Kartoffelernten? Seid ihr bescheuert? Wir waren zwei Tage lang beschäftigt. Dazu ja und? Das ist ein großes Feld, ja. Nee. LUA, die teuersten auf der ganzen Firma hier, Alter. Mann. Werden aber trotzdem beansprucht. So, wie viel? 11.000 was? 11.200 Euro. Echt, hier. Ist angekommen, danke. Ja, bitte. Seid ihr jetzt fertig oder was? Kann ich jetzt einen von euch wieder beantragen? Natürlich. Wunderbar. Jetzt muss ich mal irgendwas nachschauen, einen Moment. Jetzt muss ich die Scheiße auch noch pflügen, ich könnte kotzen, ey. Mann. Kaufe ich mir jetzt. Nee, ja, ich melde mich nochmal. Schieb mich mal erstmal wieder hoch. Okay. Was ist denn da drauf? Was ist denn weiß? Baumwolle, Digga! Was will ich denn mit Baumwolle? Ich sehe überall Baumwolle drauf. Ich warte noch mit Felderkauf. Ich werde jetzt die Kartoffeln verkaufen gehen. Und dann werde ich jetzt gleich... Ach. Ackerbau und Düngertechnik, LUB. Moin! Hallo. Habe ich einen von ihm gerade beauftragt? Ich bin jetzt bei den Bäumen wieder bei. Ach so. Lass das mal stecken eben. Das können wir hinten anschließen. Für mich wäre es jetzt lieb, wenn sie vielleicht anfangen würden, mein Feld 62 zu ernten. Ja. Ja. Okay. Abfahrer wird ja gestellt, oder? Abfahrer komme ich. Hallo, das Beingeld war 1,8, ne? Ja. Das kann aber Zeit noch... für Sie. Das kann aber noch was dauern.
weil ich werde mal eben meinen Anhänger vergrößern. Ja. Muss dafür eben zum Händler, aber kannst da schon mal hinfahren, anfangen. Ja. Wenn nicht, musst du halt warten, das zahle ich halt. Ist überhaupt kein Problem. Ich muss ja erstmal runter. Also ja. Ich weiß nicht, ich würde aber viel lieber den Dominik einstellen. Geht gerade nicht, der Drescher ist besetzt. Ach so, das ist natürlich sehr schade. Nein, ich bin mit dem Philipp voll okay, alles super. Schiebt ihr mich wieder hoch in meinen Channel? Ja? Wo wir gerade da sind, wir hätten da noch eine offene Rechnung für das Abfahren der Kartoffeln. Ja, sag an. Knapp 4000. Ja, das ist ein Schnapper, du. Da diesen Schnabber. Was ich da runtergekriegt habe an Kohle, das war ja wunderbar. So, wo seid ihr denn, Dominik? Hier, Geld am Hof überweisen. 4000, bitteschön. Es müsste angekommen sein? Jo, vielen Dank. Alles klar. Gut. Ihr zwei Schlauchmöpse. Dann zieht mich mal wieder hoch, bitte. Können wir leider nicht. Was? Ihr müsst beim Teamrang aufsteigen, damit ihr auch mal ein paar Rechte kriegt. Ihr müsst mal wieder Scheiße bauen. Ach, der McManus auch hier, nehme ich mal direkt mit hier. Ey, weißt du, was du mal vergrößern lassen solltest? Nicht deinen Anhänger, sondern deinen kleinen Pullermann. Ist das geil, ey. Hallo! Hallo! Könnt ihr Ballen pressen? Nein, das andere LU bitte. Ah, was macht ihr denn sonst so? Ackerbau komplett. Und Kartoffeln und Rüben ernten. Ja. Und eine eigene BGR-Hammer. Okay. Ja. Ich hab da mal eine Frage. Ja. Wir müssen das Pflügen müssen wir immer selber machen, ne? Müssen nicht, aber ihr solltet. Ja, ja, ist ein Regelverstoß, ich weiß das schon. Achso, ja, okay. Wie kriegen wir zwei das denn geregelt, dass das nicht auffällt, dass du jetzt bei mir flügst? Ich glaube gar nicht. Warum? Es ist halt auffällig, wenn ich mit einem Flug da runterkomme. Ja, da musst du mal durch den Wald fahren, Schleichwege nehmen und sowas. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Freezy. Warum? Hast du Angst? Ich nicht, weil ich kriege ja keine Ehre deswegen. Als wenn du mich beauftragst, das zu machen, mache ich das aber. Also, ich werde auf jeden Fall sagen, dass du mich angestiftet hast dafür, wenn das hart auf hart kommt hier. Gibt einen Videobeweis. Welches Videobeweis? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kann das rausschneiden, das weißt du doch. Komm, wir müssen das irgendwie schaffen, dass du flügst, ohne dass es auffällt. Wie kriegen wir das hin? Pass auf, du nimmst ja deinen scheiß Traktor und du fährst durch den Wald. Du nimmst, guck mal, wenn du bei der Baybar runterfährst, da fährst du nachher so einen halben Kreis. Siehst du das? Auf der Karte? Warte. Bei der Baybar runter, ja. Wenn du bei der Baybar, so. Und wenn du da durch den Wald, das wird zwar was dauern und so bla bla, aber darauf wird ja nicht gucken, ne? Schnappst dir den großen Flug, den du hast, die 57 und verpisst dich wieder nach da oben weg. Und wenn irgendjemand fragt, ist nichts passiert. Ja, wenn du magst, können wir das so machen. Manus ist weg, ne? Nein, das machen wir natürlich nicht. Ich wüsste, dass der kommt. Alles gut. Okay, der wird darauf jetzt ein Auge haben. Ich weiß Bescheid, ne? Alles klar, dankeschön. Okay, ciao. Verschieben. Der war bei uns die ganze Zeit im Channel und hat mitgehört und hat gedacht, ich kann es nicht sehen. Nicht.
Fahr ich erstmal eben zum Shop. Konfigurieren. Und dann fahre ich runter zum Feld. Gehe ich gleich mal eben zum Maschinenring. Übrigens habe ich euer Tipp mit der Freisichtshaube mit dem Deutz natürlich mitbekommen. Wir haben die Freisichtshaube gar nicht drauf. Muss ich mal mal anschreiben, dass ich die drauf haben will. Kostet nur 4.000. Der sitzt schon in der Strafkammer. So. Ich warte jetzt, bis wir genug Geld zusammen haben, um mir hier die 29 zu kaufen. Das ist ein schön großes Feld. Die kostet 152. Ach, die 23 wollte ich nicht kaufen, ne? Oder warte mal. Die 16 war das. Genau, die 16 war das. Die will ich kaufen. Die 128 gehören ja schon uns. Und dann werde ich mir hier schön großes Feld. Das will ich mir kaufen und dann bearbeiten. Dazu fehlt uns aber noch ein bisschen Geld. Jetzt denkt ihr euch, warum investiert er nicht in Maschinen? Weil ich muss erst in Felder, ich muss ja irgendwas haben, damit ich schneller Geld bekomme. Wisst ihr, was ich meine? Und ich muss die ganze Zeit gucken, dass er hier nicht in meinen Channel reinlatscht. Und dann kriegen wir schneller Geld und sowas, ne? Heute sind wir auch echt schwach besetzt. Ich könnte heute eigentlich viel mehr schaffen. Zum Beispiel könnte ich das LU ballen lassen, pressen lassen und sowas. Aber ist ja keiner da vom LU. Also es sind schon welche da, nur zu wenige. Hallo. Hi. Alles gut? So. Ja, klar. Und was ist dein Plan? Erzähl mal. Ja, viel zu tun halt. Muss ja schauen, wie ich das alles organisiert bekomme. So einfach. Nicht so einfach. Ja, stimmt wohl. Ich bin mal eben bei Maschine. Hallo! 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 Ich würde mir ganz gerne einen Flug ausleihen wollen. Flug? Ein Flug. Ja, hab ich. Oder Tiefenlockerer oder. Tiefenlockerer, ja. Den nutzt jetzt schon mal Katarosch, ne? Ja, den brauche ich. Genau, den. Kannst du mir den vielleicht am Feld 57 liefern? 57. Ja, kann ich machen. Alles klar, dankeschön. Jo, bitteschön. Könnt ihr mich hochziehen? Ja. Ich hab schon gedacht, der macht keine Schuhablage, ey.
Aber anders gefragt, was hast du denn vor? Also was machst du denn Schönes? Meine Felder jetzt ernten. Ernten? Ernten. Oh, was steht denn Schönes an? Sag ich nicht. Komm, sag mal bitte, ohne Scheiß jetzt. Was erntest du? Triktikale. Okay, habe ich schon geerntet. Weizengerste? Nee. Irgendwas mit Weizen oder Gerste? Nein. Warum nicht? Das war der Preis nicht gut und der wird auch nicht besser. Hast du recht. Boah, das muss man bei der scheiß Biber verkaufen, ey. Das kotzt so ab. Ja. Weiß. Na gut, aber meine lieben Freunde, wir sind erstmal fertig. Lasst das Däumchen da, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaut bei Füsi vorbei. Ihr seht, ein bisschen verzweifelt ist er, deswegen baut ihn ein bisschen auf. Er hat es nicht so einfach in dem Projekt. Und von daher, ja, unterstützt ihn ein bisschen. Dahin, euer Manus. Kuss. Tschüss.